Heute will ich euch mal was zeigen, und zwar mein Badezimmer, das ich heute selber gebastelt habe. Und ja, es wird sich noch viel verändern im Badezimmer, aber ich wollte es euch schon mal einfach mal zeigen. Und ja, also kurz. Wie gesagt, heute möchte ich euch mein neues Badezimmer zeigen, das ich heute selber gemacht habe. Wir fangen ja auch schon an. Also so sieht das Badezimmer von Weitem aus. Hier ist die Badewanne. Oh, ich hasse das. Da ist Watsche drin. Das soll Schaum darstellen. Und da drin liegt gerade Blume als Darstellung. Die entspannt sich gerade. Ja, sie hat gerade noch Platz. Also, ja. Und hier ist das Waschbecken. Ich weiß, es sieht nicht gerade wie ein Waschbecken aus. Ich muss das noch irgendwie höher bringen. Ich bin mir noch gerade am Überlegen, wie ich es höher bringen könnte, weil es wirklich sehr klein ist. Und es sieht halt zwar nicht so aus wie ein Waschbecken, weil hier kein Loch ist, aber ich hätte da wie ein Loch hinzeichnen. Was kurz. Also ich wollte es irgendwie höher machen, aber es ging irgendwie nicht, deswegen wird das so bleiben. Und da unten hing noch diese Kugel. Das ist die Dekoration. Ja, wie gesagt, hier ist die Badewanne. Die ist aus so einem Tupperware, sag ich einfach mal, aus so einer Box. Einfach ohne Deckel und mit Watte. Ich kann das so reinpassen, weil das irgendwie komisch für mich ist. Ja, die Blumen macht sich gerade einen entspannten Abend. Ja, dann ist hier die Toilette. Ja. Wie sagt denn die Toilette? Nein! Ja, also es ist gerade noch nicht gerade so wow. Es ist einfach gerade nur so ein knappes Badezimmer. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, guck mal, hier ist eine Schneekugel zerbrochen. Das muss ich noch aufholen. Die war so schön, aber ja, die ging kaputt. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bye! Ich werde einen entspannten Abend haben und ich hoffe, ihr habt auch einen entspannten Abend wie ich. Bye!